Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Mein fucking Mikro war aus. So, herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Heute mit meinem guten Freund Michael Gowski, mit dem ich jetzt schon seit 24 Minuten spiele. Und ich einfach nur verpeilt habe, das fucking Mikrofon anzuschalten. Ja, weil das ja in Aufnahmen gar nicht so wichtig ist. Ich habe gerade eine Katze im Bild. Hallo Katze. Ja, sie ist gerade über die gesamte Tastatur gelaufen. Nein, danke, die auch nicht. Danke, Blue. Ja, dann geht die Folge wohl nur eine halbe Stunde. Ist ja nicht so wild. Ja, moin Leute, Low-Budget Nerd hier. Zum zweiten Mal, auch diesmal hört ihr mich jetzt das erste Mal. Nee, dich haben sie die ganze Zeit gehört. Ach, mich haben sie die ganze Zeit gehört? Ja, dich haben sie die ganze Zeit gehört. Das ist ja genau. Ne, nur ich war halt dumm wie Stulle, wie immer. Die Nerdsche One-Man-Show war das also, ja? Keiner ja, sozusagen. Weiß, keiner kennt den Zusammenhang. Ja, pass auf, ich schneide dir das zurecht und dann liest es einfach auf deinem Kanal hoch. Nein. Das ist doch die Idee. Bei mir gibt es keine Let's Plays, bei mir gibt es nur... bei mir gibt es keine Let's Plays. Stop-Motion und Flachsinn. Also, wenn das hier kein Flachsinn ist, dann weiß ich auch nicht. Flachiger Sinn. Ja, wie flach denn noch? Also... Noch flacher? Es geht immer flacher. Obwohl, einige haben gesagt, dass mein Kanal ein Niveau hat. Das habe ich zwar nie gedacht, aber okay. Echt? Haben die auch gesagt, wo? Ja, das habe ich mich auch gefragt, tatsächlich. Oh, meine Güte. Warum haben die so leuchtende Augen und warum rennen die? Das erinnert mich richtig hart an Ravenhurst gerade. Wahrscheinlich, weil Nacht ist und da auch mal welche rennen. Also joggen, nicht rennen. Deswegen ist es ja eine so beschissene Idee, nachts joggen. Aber es ist eigentlich schon wieder Nacht. Es ist immer noch Nacht. Echt? Katze? Ja. Ja, Leute, das hier ist Blue. Schon wieder. Und danke, Blue, jetzt bin ich gerade gestorben. Ja, bist du. Tada! Der Herr Gowski ist kein Deut intelligenter als ich. Blue! Ich schieb das jetzt natürlich auf die Katze, was natürlich totaler Bullshit ist. Ja, sie rennt aber auch gerade meiner Frau über die Tastatur. Falls sie das kann. Aber nicht, weil sie so können sollte. Unglaublich blau ist, weil sie so unfassbar blau ist. Ja. Oh, Jesus Christ. Ja, das ist schon das zweite Mal, wo ich gestorben bin. Ja. Aber das letzte Mal war die Katze nicht schuld. Also. Nee, das letzte Mal war ich einfach bloß überrascht, dass man mit zwei Schlägen einfach so stumpf tot ist. Dass man einfach sterben kann in diesem Spiel. In einem Survival-Spiel. Ich habe da selbst nicht mitgerechnet. Ich auch nicht. Niemals. Und ich habe endlich eine Industrietoilette gefunden. Ein Glück. Jetzt kann ich endlich in Ruhe kacken gehen. Wo bist du eigentlich? Ach, du bist zu Hause. Backpack, Rucksack. Backpack, Rucksack. Rucksack, Backpack. Ich habe Cotton Seed gefunden. Das finde ich gut. Ja, der kleine Nerd hat erstmal so die grundlegenden Quests gemacht. Ich habe den Kram einfach mal fix zurechtgelegt. Und jetzt sind wir eigentlich schon voll drin. Siehst du, ich habe noch eine Frage an dich. Ich bin gespannt. Du hast ja meinen Stream, meine letzte Folge gesehen. Meinst du Imperium oder 7 Days? 7 Days. Ja, habe ich. Imperium habe ich noch nicht. Genau, und da steht doch dieses Haus mit der Flagge. Das war das sonst immer das Zeichen für fucking Händler, oder nicht? Ja. Im Trailer, ja. Aber irgendwie... Aber hier ist jetzt auch eine Flagge und die weht sogar. Genau, wir haben diese Flagge nämlich direkt vor der Tür. Und hier ist nicht mal annähernd ein Händler. Vielleicht ist es einfach so ein Flaggengebäude. Weiß man nicht. Niemand weiß es. Die sind mittlerweile echt so clever und hauen auch zu, bevor sie in Reichweite sind. Ne? Das gab's ja sonst nicht. Doch, doch. Wie oft habe ich mich denn damals beschwert, dass die noch nicht mal in Reichweite waren und ich trotzdem getroffen wurde? Das war aber gerade zum Beispiel auch der Fall. Das ja, aber der... Ja gut, da bist du mir vielleicht ein bisschen einfach reingerannt, aber... Nein, ich bin weggerannt. Nee, eben gerade.
gerade bei da bist du mir hier. Bist du mir entgegengelaufen. Quatsch. Duct Tape, Glasblock, Eisen. Weg damit. Eigentlich ein Jo, das steht nicht. Nein, hör einfach auf zu heulen. Wer hat dich eigentlich gefragt, Mann? Alter, die Community! Ach so, übrigens, Glückwunsch zu 30 Abonnenten. Way, ich bin so fame. Wahnsinn. Unglaublich. Niemand hat damit gerechnet. Am wenigsten ich. So. Quatsch. Auch hier kommen die nicht rein. Wie viel Aloe habe ich denn jetzt? Ich habe 3 Aloe-Creme. Ach nee, ich kann ja eh noch keine bauen. Scheiße. Ja, wollen wir uns sonst mal koordiniert irgendwo hinlaufen? Vielleicht macht das Sinn. Ist das Karl Lukas? Lass mich erstmal meine Combat Points oder meine Skill Points verteilen und dann. Das könnte ich auch machen. Ich habe auch 3 irgendwie übrig. Ich habe auch noch 3. Okay. Ich glaube, ich gehe wieder ein bisschen verstärkt auf Stärke. Obwohl ich eigentlich auch gern. Scheiß drauf. Kann ich Pac-Mule schon? Nee. Vor allem will ich diesen scheiß Pack nur so schnell wie möglich haben, ne? Ich habe ich erstmal auf jeden Fall einen aufgelevelt. Healing Faktor finde ich gut, bin ich großer Fan. Ja, ne? Fand ich auch ganz geil. Und jetzt Sexual Tyrannosaurus ist vielleicht auch noch ganz geil, ne? Gerade am Anfang. Habe ich auch schon gemacht, ja. Ja. Und Sky Crusher könnte ich eh noch nicht, da brauche ich Stärke 3. Habe jetzt aber auch eh keine Punkte mehr. So, bin ich noch gefährlicher im Nahkampf. Wuhu. So, ich meine, jetzt haben wir ja die Vorstadt schon mal ganz gut aufgeräumt. Alle Häuser rundherum sind leer gefegt. Zack. Da könnten wir ja eigentlich mal irgendwas Cooles mal irgendwo hingehen. Angreifen. Jo. Bin ich halt auch fett für. Haben wir die Knarre nachgeladen. Hier liegt Eisen. Das ist schon mal interessant. Was ist hier mit der Kirche? Ah, geht so, ne? Ich bin jetzt nicht so der Kirchenfan. Schön anzugucken. Findest du? Ja. Ich hätte mal Bock auf so eine Mega-Kathedrale oder so mit einem fetten Untergrundgemäuer und sowas. Ja, tatsächlich. Einen richtigen Dungeon. Dungeon wäre auch cool, ja. Obwohl so ein paar Möglichkeiten gab es ja immer schon mal, ne? Ja, tatsächlich, ja. Wir könnten ja so ein anstatt D&D ein D&Z, Dungeons and Zombies machen. Das, da wäre ich tatsächlich sogar für. Alles ist instant besser mit Zombies. Ich mag Zombies. Meinst du? Wow, scheiß Adler. Ich einfach den Boden zerkloppt habe. Ja. Verprügelst du ihn gerade mit. Hast du ihn gerade mit Aloe Vera verprügelt? Nein, das war ein Messer. Achso. Also ich weiß mir nicht zu helfen, aber hast du die Schwierigkeit extrem hochgedreht? Nö, eigentlich gelogen. Ich hatte 103 Held. 2 Schläge. Weg. Ja. Ey, du sollst ja auch nicht hier wie ein Tank stehen können. Ich meine. Ne, aber ich glaube, ich habe auf Krieger. Das ist jetzt nicht. Ich würde es als Mittel charakterisieren. Okay. Jetzt hau den aber um. Meine Güte. So, ich stehe bei deinem. Nö, ich habe hier 3 Stück oder so gelegt. Ich passe noch auf deinen Rucksack auf. Ich dachte mir, das wäre nett. Oh, ich sollte mal was trinken. Ich habe nichts mehr zu trinken dabei. Ich brauche einen Kühlschrank. Ich könnte mal ein paar Federn gebrauchen. Ich brauche Pfeile. Ja, ich habe selber nicht viele. Also keine, um genau zu sein. Werde ich mich mal auf die Suche nach Federn machen. Ja, liegen ein paar rum. Jetzt habe ich 5. Unglaublich. Ich
finde es ja schon mal gut, dass ich so viele Reparaturkits am Anfang gefunden habe. Irgendwie 11 Stück in einem Stack. Ist ja nicht zu fassen. Das fand ich richtig gut. Was ist das denn hier? Guck mal, das ist abgezäunt. Abgezäunt ist doch erstmal gut. Ja, du könntest dir vielleicht erstmal für den Anfang ein bisschen mehr Aloe-Creme machen. Ich kann was machen, ja. So, ja, da drin ist... Oh, das ist eine Müllhalde. Darf ich rein? Ich kann 3 Aloe-Cremes machen. Ja, dann zieh durch. Die Autos haben ein paar neue Texturen, sehe ich gerade. Hübsch. Ja, ja, es gibt neue. Tatsächlich. Ich war erstaunt. Ja, dass es endlich Zeit, mal ne? nicht nur den New Sedan gibt. Also jetzt mal im Ernst, ne? So ein guter Schrottplatz hat auch einen Kühlschrank, oder? Wäre auf jeden Fall von Vorteil. Wie sollen die Schrottplatzhändler denn ihr Bier trinken? Ja, eben. Echt nicht. Finde ich auch, geht gar nicht. Schön über die Barrikade gelaufen. Dummer Zombie. Ich versuche gerade einen Weg reinzufinden. Ich habe hier schon einen aufgekloppt. Das ist schön für dich. Also du hast im Kopf, dass da in der Basis tatsächlich eine Spitzhacke für dich lag, ne? Ich habe eine Spitzhacke dabei. Aber ich gerade viel Aloe Vera gefunden, was ich ganz gerne mal wegbauen würde. Weil gerade am Anfang wäre das nicht verkehrt. Naja, anders ist heilen schwierig, ne? Wir können ja nicht die ganze Zeit essen, dann werden wir fett. Meinst du? Wäre eigentlich mal ganz geil, wenn man hier auch noch so... Oh, schalt eine Schlange! Ja, wenn so eine Survival-Option da wäre. Also ich finde ja die Sache mit dem Dings jetzt schon mal ganz cool, dass man verseucht werden kann. Ich glaube, in der gesamten Alpha 17 habe ich das nicht einmal gehabt. Was? Das gab es sogar schon auf der PS4-Version, Alter. Ja, es mag ja sein. Erinnert aber nichts daran, dass ich das nicht einmal hatte. Dann solltest du froh sein. Das nervt nämlich ganz schön. Ja, glaube ich. So, ich hämmer mir mal ein bisschen Aloe rein hier. Benutzen. Klopf. 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 Ja, und ich würde ja ganz gerne mal die Lockpicks benutzen, ne? Irgendwie bin ich da noch nicht zugekommen. Was benutzt du? Also ein Schloss aus der Farbe. Für welches Schloss? Die Tresore und sowas. Musst du die nicht kleinkloppen. Ah. Ja, stimmt. Hab ich gar nicht mehr gedacht. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Duct Tape, wir brauchen mehr Duct Tape, Kleber und Holz und hier. Aber immer noch kein Kühlschrank, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber eine Zapfsäule. Boah, mit 2401. Benz, Junge, nehme ich mit. Das, ja, kann man mitnehmen, ne? Patronenhülsen. Und immer alles. Aber ich finde es gut, dass sie die Texturen ein bisschen überarbeitet haben, also die... Die Bildchen, ne? Genau. Also, ja. Tatsächlich. Ne, es sieht nicht mehr ganz so rotzig aus. Schießpulver. Im Allgemeinen finde ich das Spiel, es ist jetzt gerade ein bisschen runder. Also mir gefällt's. Ja, also bis hierhin würde ich auch sagen. Doch, doch, haben sie ganz gut gemacht. Obwohl wahrscheinlich zum Ende hin wieder das gleiche Problem wie immer sein wird. Es wird dann irgendwann monoton. Ich habe ein Nähkit gefunden. Ja, sowas habe ich auch schon diverse Male gefunden. Ach, ich sehe dich. Das ist ein Ding. Hast du eigentlich Verbände? Weil wegen Blutung und so? Habe keinen Verwandten, ne? Müsste welche haben. Kann nie schaden, oder? Ja. Oh. Ich habe hier Kumpels gefunden. Das ist nicht zu fassen. Ich hab den erstmal von der Fensterbank gekloppt. Du Schuft. Und hab ihn gerade durch eine Holzplatte durch erschlagen. Rappelmüll. So, jetzt komm hoch hier. Finde ich gut. Zack. Ich fühle mich gerade immer noch so angreifbar und nutzlos. Wahrscheinlich, echt? Weil ich angreifbar und nutzlos bin. Ja, ich habe ja auch Pflanzenfaserrüstung. Kein Wunder, dass ich keine Schläge aushalte hier. Ja,
Da ich könnte man so sagen. Nicht, da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert, tatsächlich. Du hast wahrscheinlich auch noch nichts gefunden, ne? Ich habe Lederstiefel gefunden, oder was gefunden, bei dir aus der Truhe geklaut. Aber mich weiterhin noch um keine Rüstung irgendwie bemüht. Ja, aber ich höre eh schon an. Also, ich habe da genug von. Oh. Ziemlich dumm. Ah, guck mal. Ich habe eine. Oh, hier ist eine Spinne. Eklig. Die in der Fensterscheibe festhing. Zum Glück. Alter, was ist denn hier jetzt gerade los? Hier ist ja richtig Bambule. Ah, da kommt der nächste. Wow. Wo? Oh, eine Big Mama. Wow, wo kommt die denn hier? Wo bist du? Bist du drinnen? Sledgehammer. Ja. Oh, ich komme jetzt aber erstmal wieder raus. Und mach erstmal Big Mama hier. Ey, warum ihr abzuknallen? Immer ins Bild. Das hast du früher schon gemacht. Hab du früher schon gemacht? Oha. Ist jetzt aber gerade was los, so. Rabemmel. Oh, ich habe schon wieder zwei Fertigkeitspunkte. Und er kommt hier rausgekrabbelt. Ich habe ihn voll auf den Arsch gehauen. Das hat ihm ein Bein gekostet. Sag mal, womit haust du da eigentlich immer die ganze Zeit zu? Mit ach, das ist ein Messer. Ach so, sieht aus, als würdest du dich mit Sellerie verkloppen, Alter. Ja, das ist auf jeden Fall der Shit. Mit Sellerie, da kann ein Zombie leider mal einpacken. Oh. Mit Riesensellerie. Oh, Double Barrel Shotgun Schematic. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Erstmal haben. Ich freue mich über jede scheiß Schematics. Ja. So, ein paar Kochtöpfe können auch nicht schaden. Oh, hier, was zu trinken. Hier ist ein Waffentresor. Ja, habe ich gesehen. Hast du ein Lockpick dabei? Ja. Ich habe auch was. Ach, gut. Ist kein Minispiel oder so, ist einfach nur eine Zeit jetzt. 20 genau. Minuten. Ja, und ist halt nicht sicher, dass du Erfolg hast, ne? Ach so, okay. Es gibt bestimmt auch noch einen Skill, den man hochschrauben muss, oder? Mit Sicherheit. So, gucken wir nach oben. Oh, ich hab die aufgeschlossen. Cool. Und, was gibt's Schönes? Oh, was ist das? Junk Turret. Oh, die sind cool. Die sind cool. Die kannst du halt mit Müll füttern. Also mit allem, was du nicht brauchst. Der ballert so ziemlich mit allem. So Fallout-mäßig. Eisenvorschlaghammer Level 2, nicht verkehrt. Oh, die Garage hier gefällt mir aber ganz gut. Fast besser als meine Feuerwehr. Ist ja schicki. Ich hab Iron Knuckles, falls du willst. Nö, ich habe ja meinen Vorschlaghammer. Der ist ganz effektiv. Aloe Vera Samen. Na, ganz verkehrt ist nicht. Er hat Samen gesagt. Nö, Penis. So, genau, Penis. Die ganze Zeit schon drin. Ich will meine. Was Penis rufen oder was? Ja, ah, Penis! Ich will meine. Oh, scheiße, das kann ich nicht. Ich wollte meine. Deine. Pistole mit einer Taschenlampe modden. Nee, da brauchst du so eine Taschenlampen-Mod für halt. Aber ist das nicht schön? Die Benzin-Stacks können jetzt größer sein als 1000. Ranger's Guide to Archery Volume 1. Geil. Arrow Recovery. Learn this trick to safely remove 20% more arrows and bolts from your target. Geil. Das lerne ich doch gerne. Ich habe einen Speer. Ja, den kannst du. Eisenspeer. Dann kannst du den Speer wohl werfen. Ja, kann ich tatsächlich tun. Also die hatten den ja in dem einen Vorschau-Video wie blöd benutzt, aber ich fand den jetzt nicht so cool, der war mir einfach zu träge. Speer. Ja. Oh, Football-Helm, nett. Tragen. Und ein Leder-Poncho, falls du noch einen brauchst. Und eine Zigarre. Ja, gib mir her. Drop den mal. Phänomenal. Jo. Der sieht immer noch genauso scheiße aus wie früher. Ja, tatsächlich. Man kann nicht alles haben. Oh. Nee. Die Pilzsporen sehen nicht mehr so behindert aus. So, leer. Da ist noch was drin. Ein Brot.
Essen wir da mal ein bisschen was. So, ich müsste dann gleich erstmal den Kram wieder nach Hause bringen. Ach so. Gut. Ja, ich grinde hier noch alles ab, denn ich finde Duct Tape. Duct Tape, Duct Tape. Und Brass habe ich auch schon gefunden. Das gefällt mir erstmal. So, wo ist denn mein Bettchen? Dahin. Also alles in allem, selbst wenn ich laufe hier gerade mit 24 Frames, ne? Und ja. Es sieht trotzdem alles ficke flüssig aus. Das ist schon mal was wert. Also ich bin positiv angetan von der AA. Bist zufrieden, ja? Ich guck mal. Ja, ich bin zwar, bei 60. Ich habe zwar jetzt natürlich noch nicht alles gesehen, ich werde auch noch ein eigenes Spiel starten, klare Sache, aber... Ich denke, du hast schon eins gestartet. Meinst du das nicht vor? Ich hab vorhin runtergeladen. Ich wollte eins starten, aber dann hast du gesagt, ne, lass mal eine Stunde und so. Und da habe ich mir gedacht, okay. Ne? Das kriegen wir hin. Premiere für mich, A18 mit dem Ragnar, das ist eine große Ehre. Übrigens alle abonnieren. Unbedingt, unbedingt. Alle abonnieren. Er ist ein guter Mann. Und auch ein mach doch eh. Macht ja eh keine. Doch. Komm. Niemand hat mich lieb. Es wird Tag. Ich hab dich lieb. Endlich. Deine Frau hat dich lieb. Deine Tochter hat dich lieb. Dein Hund hat dich lieb. Deine Katzen, die verachten dich. Aber die verachten mich abgrundtief. Alter, verachten mich. Meine Freunde lieben mich. Und weißt du, wer mich noch liebt? Gojira. Unbedingt. Eine muss es tun. Meine Frau liebt mich auch. Das ist schön. Aber du trägst keine Liebe in dir. Wer behauptet das? Der nachzutrauern macht keinen Sinn mehr. Das kenne ich irgendwoher. Ja, wie hießen sie noch? Sind die Weiber eine Zeit lang hart steil draufgegangen? Die Hansons. Nee. Nee, das war Bob, Bob, du da, Bob, da, ma, du, yeah, yeah. War das eigentlich 90s oder war das schon 2000? Die sind ich alt, oder? Ich glaube, das war Anfang 2000. Ich befürchte es. Also wird dadurch nicht gut, aber ja, man fühlt sich gleich ein bisschen schlecht, ne? Ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind. Auch, was heißt das? Ja, das doch. Das waren auch geile Zeiten, aber musikalisch waren die Musiker echt episch. Ja, also die Grunge-Sachen waren schon cool. Also ja, ich rede jetzt vom Mainstream, also Pop. Ja gut, aber das ist heute aber nicht anders, also von daher. Ja, was aus den 90ern immer geht, ist Groove Metal aus den 90ern. Pantera, Soulfly, Sepultura, ja. Der ganze Scheiß, weißt du, also das ja. Immer noch ordentlich, Alter. Hallo, Linu! Komm mal her. Ja, hallo? Mein dicker Hund ist da. Ich hab den Speer in den Rücken geworfen. Was, du Schwein? Ja, du hast mich auch, ich glaube, Leben gekostet. Du dreckiges Aas. Wie kannst du es wagen? Guck mal vor dir. Geh mal raus aus der Truhe. Hier darf ich erstmal. Geh raus aus der Truhe. Ich lege jetzt erstmal meine Sachen weg. Was? Ja, da war eine Wand. Und jetzt ist da nichts. Hast du es nicht gesehen? Nee, den Speer habe ich nicht gesehen. Ja. Guck nochmal. Nee, da steckt gar nichts. Was? Nein. Ja, ich kann dir nur sagen, was ich sehe. Und mehr sehe ich nicht. Du siehst nichts. Ja. Exakt. Das hast du richtig verstanden. Das freut mich sehr für dich, dass du das verinnerlichen konntest. So. Aber ich finde das Spiel ziemlich cool. Scheint auch eine gute Reichweite zu haben. Ja, das ist schon mal was wert. Ne? Aber ich mag halt auch ganz gerne Pfeil und Bogen. Düdüb hat's gemacht. Bim, 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 bim. So, ein bisschen Kram weglegen. Zack. Die kommen ja auch rein, die auch. Stuff. Wieso hab ich eigentlich eine Taschenlampe dabei? Das ist total sinnlos. Ist eigentlich schon irgendwo Munition untergebracht? Ach, hier. Ja. Gönn dir die Shotgun. Oh. Rezept für Yucca-Saft. Ich habe hier noch gar nicht alles durchsucht. Hund, du hast ja schon wieder Quatsch vor. Lass das. Kein Quatsch machen. Golden Rod Rezept. Was ist denn die Shotgun hinten? Bei den Waffen.
Wo sonst? Wo sind die Waffen? In der zweiten Kiste von rechts oder so? So, Kaffeemaschine. Kaffeesamen. So. Findest du schon wieder nix? Das ist eine AK. Bin ich gerade einfach nur stumpf blind oder was ist das hier für eine Nummer? Blind und dumm. Ja. Streite ich jetzt gar nicht. Was ist denn dein Problem? Irgendwo hatte ich hier doch schon eine Double Barrel. Ah nee, das war ein Rezept, das ich gefunden hatte. Ach, so. Du machst mir Hoffnung, weißt du? Entschuldige. Es tut mir massivst leid. Ich bin unwürdig, mein Leben ist böse. Hier sind Verbände für dich, du Drecksack. Hast du das zu mir gesagt, ne? Den aber. Ja, du hast gemeint. Hier, Verbände. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Ja. Boden. Boah, ich sehe gerade, sieht man den Mod an der Waffe? Guck mal, hängt bei mir da. Ja, tatsächlich. Ja. Das war vorher nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich neu. So, irgendwas krallen wir uns noch und dann ist Titte voll. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall gleich mal in die Küche schwingen. Ich werde mal was zu essen zaubern. Ja, ich dachte, wir nehmen hier noch irgendein Grundstück auseinander. Das sollten wir auf ein anderes Mal verschieben. Guck mal hier, ich sehe so einen kleinen süßen Wohnwagen, den gönnen wir uns noch. Gut, dann gönnen wir uns den Wohnwagen noch. Wollen also wir nicht, dass du noch in Tränen ausbrichst, ne? Dabei habe ich gleich mal Mais gefunden. Yay. Ne, also ich glaube, der Wohnwagen ist der, bevor du da bist, aber... Oh, krass. Ranger's Guide Archery Level 2. Exploding Arrows. Not quite a rocket launcher, but it will do. Craft Exploding Arrows and Crossbow Bolts. Hunter's Journal 4. Mountain Lions. These dangerous cats are often found in the snow-covered mountains. Do 10% more damage against mountain lions. Shotgun Messiah Volume 4. Shotgun Slugs. Slugs are like huge bullets that travel much further than Buckshot. You can craft Shotgun Slugs. Und Improved Fittings Schematic. Alles in einem Briefkasten. Wie gut ist das? Nicht verkehrt. Das geht schon mal klar, oder? Das finde ich doch auch. Hier gibt es einen Perk namens The Penetrator. Ja. Du bist manchmal so infantil. Ein bisschen. Aber es ist trotzdem irgendwie süß. Manchmal. Das sagst du so einfach. So, der ist tot. Und mehr ist hier, glaube ich, auch nicht. Aber hier gibt's Essen. Essen mag ich. Ich habe Bier gefunden. Endlich. Das Leben hat ja einen Sinn, aber es ist besser mit Bier. Ja. Ne? Ist mit Bier wie mit allem. Viel Bier hilft viel. Oh, sehr schön. Pistolen-Muni und eine Wrench, falls du gleich eine haben willst. Eine Wrench habe ich hier. Achso, sehr gut. Boah, ich wurde angerülpst, Alter. Voll ekelhaft. Wow! Von so einem Dicken, der mich in die Ecke getrieben hat. Können wir nicht Speer ausprobieren. Dem ich gerade fett den Schädel gespalten habe. Alter, habe ich den Schädel gespalten. So. Ein paar neue Splatter-Animationen, das wäre auch cool. Liebe Seven Days Entwickler, Funpins. Tut mal ein bisschen was. Do your fucking best. Ja. Gebt uns den Gore, den wir wollen. Schließlich ist das hier ein Minecraft-Erwachsener, oder? So dachte ich. So. Dann macht's ein bisschen gory. So, Sledgehammer. Übrigens mag ich immer noch meinen. Hä? Was bist du, Alter? Blöder Penner. So, ich habe ganz viel trübes Wasser mittlerweile. Trübes Wasser, so, ist immer gut. Damit ist die Hütte leer. Oh, hier ist ein ganzer Trailer Park, das wird immer besser. Da werden irgendwo auch Tresore sein. Mit Sicherheit. Erfahrungsgemäß. Oh, ich habe was gehört. Ist das die Chance für mich, den Speer auszupacken? Oh, das ja. Klingt auch falsch. Das klingt falsch, Entschuldigung.
Doch, pack dein Speer aus. Eklig, doch nicht vor der Webcam, Alter. Ey, lass mich doch auch mal. Nee, bloß, da hinten ist doch einer. Da rennt einer fett über den Acker, Alter. Oh, na, da! Da hinten! Hinter den zwei Kakteen. Hinter den beiden Kakteen. Bis in der Wüste sind überall Kakteen. Da stehen zwei gleich nebeneinander. Das wirst du ja wohl sehen, oder was? Ey, deine Auflösung ist ein bisschen besser als meine. Also, hat ein bisschen Mitleid. Ja, aber der war jetzt auch nicht 10.000 Meilen entfernt. Das war nett. So. Oh, ich habe einen Compound-Bogen gefunden. Wupp, wupp. Was ist jetzt eigentlich die dritte Klasse vom Bogen? Die haben einfach nur einen weiter unten eingefügt. Also du fängst mit einem Primitive Bow an, dann Bow und so weiter. Also nicht wirklich besser geworden, sondern einfach nur der erste ist schlechter. Was er vorher auch war. Ja, durchaus. Bleib liegen, Schlampe. Oh. Ich habe gerade aus Versehen den Kühlschrank platt gehauen. Mit einem Schlag. Kannst du es wagen? Der Kühlschrank, jetzt hat kein kaltes Bier mehr. Oder? Nee, es war, glaube ich, doch nur so ein blödes Cupboard. Oh! Ist nicht zu fassen, wie viel die Scheiße. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich seh gerade, wie du übel verfolgt wirst. Ja, wäre gut, wenn du alles gegen tust. Ich habe immer noch mit meinem einen Zombie hier zu tun, echt jetzt. Ich suche mir erstmal hier einen Weg weg. Dann braucht er eine Weile und dann kann ich mir erstmal ein bisschen Aloe hier raufklatschen. So, dann bin ich vielleicht nicht nach einem Schlag tot. Ach scheiße, ich habe gar keinen Compound-Bogen gefunden. Ich habe das Rezept dafür gefunden, was ja eigentlich viel besser ist. Sag mal, hattest du nicht gesagt, du hast mir Verbände hingelegt? Wo sind die hin? Ja, ich weiß nicht, was du damit gemacht hast. Keine Verbände. Also ich sehe hier gerade wieder so einen Einkaufskorb und der ist nicht irgendwie scheiße. Alter, Aloe bringt ja fast gar nichts, oder? Ja, wenn du deinen abgetrennten Arm mit Salbe einschmierst, ist... Das bringt irgendwie 3 Health oder so. Ja, 3 Health haben und nicht haben. Die 3 Health hätte ich vorhin gut gebrauchen können. Ja. Da wurde ich eiskalt niedergerafft von meiner Blutung. Ja, das... Rabbel. Alter, war das Teamwork oder was? Ja, das war tatsächlich gar nicht schlecht. So, ist hier nochmal so eine dicke Pitch? Nee. Trübes Wasser, okay, ganz viel trübes Wasser. Blutkonserven, Spiritus. Ich habe doch hier gerade... Oh, ich habe diverse Rezepte gefunden, sehe ich gerade. Ja, das auch. Ist tatsächlich nicht immer ganz so deutlich, finde ich. Also klar, also wird sauber angezeigt. Ich habe jetzt Rezepte für Eier und Speck und noch für irgendwas, für irgendein Stew gefunden. Also ich habe Corn Seed, Cotton Seed jetzt gerade noch. Also so grundlegende Sachen. Aber reicht ja erstmal. Was ist wichtiger als Eier und Speck, bitte? Nichts. Ja, das ist richtig. Und gut, dass du es hast, nicht ich. Oh, ich merke gerade, mir wird heiß oder brenne ich? Nee, nicht. Ja, mir ist auch heiß. Wir haben auch, wie viel Grad? Keine Ahnung. 25. Das könnte man als warm bezeichnen, oder? Ja, ist noch erträglich. Oh, schön, ich habe einen Heilverband. Schönes ich hab einen Heilverband. T-Shirt wieder. Oh, das tut so gut. Heilung! Witzige Band übrigens. Ja, Shotgun Bullets. Hört man ganz gerne. Ja, ist halt abgefuckter Scheiß, ne? Ammo Shells finde ich auch gut. Oh, ich habe einen Eisenpfeil gefunden. Ist auch ein schöner. Oh, Weighted Head. Den bringe ich doch glatt mal an. Was für ein Weighted Head. Okay. Ja, und der am Hammer, der ist Pflicht. Ja, ist Gold wert, ne? Was ist das hier? Ranger's Guide to Archery Volume 7. Knockdown. Success sneak attacks with arrows have a 20% greater chance to knocking down the target. Und den Bauplan für einen Raketenwerfer. Endlich hat das Spiel einen Sinn. Ja. Jetzt spiele ich wieder gerne. Und ich finde, wenn man einen Raketenwerfer gefunden hat, ist das ein Spitzenpunkt, um die Aufnahme zu beenden.
Ne? Ich mache hier noch die Hütte leer. Und dann sehen wir uns ein anderes Mal wieder. Ich denke auch. So. Zack. Wo ist denn mein guter Michi? Der muss sich ja hier adäquat verabschieden. Ich bin sofort da. Moment. Oh, ich habe einen Ledermantel gefunden, endlich. Und einen Footballhelm. Der geht nicht. Ja, den habe ich auch auf. Oh, und Ranger's Guide to Archery Volume 5, Flaming Arrows. No Ranger Fantasy is complete without raining fire from the sky. Craft Flaming Arrows. Läuft. Yay! Wo denn? Komm raus, Schlampe. Da. Du bist gar keine Schlampe. Deine Zunge. Mein Sohn könnte zusehen. Ja, und er kennt Schlimmeres von dir. Hallo? Ja, nicht? Willst du mir was anderes erzählen, oder was? Ich bin eigentlich ein sehr ja, gezügelt-züngiger Daddy. Alter, du warst noch nie gezügelt. Dein Leben, dein Lebtag warst du nicht gezügelt. Jetzt werde ich hier aber gerade so ein bisschen voll in die Miesen gezogen, oder? Was? Ich sage nur, dass du der Gossensprache frönst, mir nicht. Am Arsch! Also ich sage ja nicht, dass ich da besser bin, aber... Gerade du flugender... Du läufst rum wie so ein flugender Bauarbeiter, ne? Privat. Ja, total gut, oder? Fürchterlich, ne? Bist ständig angefressen. Ja, wie sich das gehört. So. Gott, die Hütte habe ich dann auch leer. Dein Lieblingslied ist der Klugscheißer-Blues. Auf jeden. Moin, Kumpel. Aber sieht ja schon cool aus, ne? Hat ein bisschen was von Mad Max gerade. Findest du? Ja. So. Ja! Damit ist auch mal wieder eine Folge vorbei, die statt einer Stunde nur eine halbe geht, weil ich den Rest versemmelt habe. Aber, wie gesagt, vielen lieben Dank. Vielen Dank, Michi. Bis zum nächsten Schön, Mal. Schön, dass du dabei warst. Und, ja. Fick dich, du Assi. Boah, voll durch dich durchgeworfen, wie schlecht. Lass mich mal mein Speer wiederholen. Hol mal dein Speer wieder. Nix da. Oh, ich krieg grad einen Sonnenstich, merke ich. Das bin ich zu fassen. Es gibt kein Friendly Fire hier? Was ist denn hier los? Also mittlerweile hätte ich dich getroffen haben müssen. Ja, das wäre gewesen. Wie dem auch sei. Immer noch danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Abo, Like, worauf ihr Bock habt. Und guckt ja, mal dann nur mal in der vorbei, wenn ihr Riesenmonster mögt. Und wenn ihr mehr wollt, die 7 Days Folgen werden zukünftig immer auf den Sonntag ausgestrahlt. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar, euer Michi und ja. Hier. Boom. Tschüss. So. Der Gowski ist weg. Das lasse ich natürlich nicht durchgehen. Nur eine halbe Stunde Folge? Nee. Es gibt wie immer eine volle Stunde. Und wir machen jetzt einfach weiter. Wir sind noch ein bisschen überladen. Und jetzt gibt's hier einfach nochmal kurz den Ritt nach Hause. Und dann machen wir aber noch eine halbe Stunde weiter, oder? Ne, und dank der Magie der Videoschnitttechnik merkt ihr überhaupt nicht, dass es mittlerweile, keine Ahnung, 9:30 ist. Und die Aufnahme mit dem Nerd schon, ein bisschen länger zurückliegt. 4 Stunden, 5 Stunden, ups. Nee, aber es hat mich ein bisschen genervt, ne? Also es ging mir wirklich tierisch auf den Sack, dass ich das mit der Aufnahme so versaubeutelt habe. Und deswegen nehme ich jetzt einfach nochmal ein halbes Stündchen auf und werde mal schauen, wo ich mir da hingehe. Also ich habe schon was im Kopf. Tatsächlich hatte ich das ja, habt ihr ja nicht gehört. Mir ist beim Schneiden vom ersten Teil aufgefallen, dass in der Nähe meiner Startposition gleich dahinter Waldgebiet beginnt. Und grundsätzlich bevorzuge ich das ja für Basen. Einfach weil, ja, hier die Scheißsonne brennt. Nun, ich würde mit euch mal gucken, was da hinten so abgeht. Aber erstmal holen wir hier ein bisschen was weg. Dann packen wir ein bisschen Proviant ein. Dann düsen wir einfach los. Gut.
Gläser haben wir mittlerweile auch. Warum ist Nitratpulver hier drin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Futter, 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 trinken, trinken, trinken. Bla, bla, bla. Ach ja, Eisenpfeil habe ich gefunden. Das fand ich gut. Und dann kommt der Rest erstmal hier rein. Ist das noch da? Das brauche ich nicht. Stoffhitzen, alles weg. Schraubenschlüssel werde ich meinen mitnehmen. Scheiße, verrottetes Fleisch. Und finde genug Kacke. Spiritus. Nitratpulver kommt auch hier hin. Scheiße, Chatons. Haben wir eh noch nicht genug von. Verbände. Kommt gleich in die Nahrungskiste. Vitamine kommt auch in die Nahrungskiste. Ein bisschen Wasser haben wir da. Kochen können wir ja leider noch nichts. Auf jeden Fall haben wir eine Menge trübes Wasser. So, der Rest kommt hier mit rein. Zack, zack, zack. Und ja, einmal nehmen wir mit. Nur zur Sicherheit. Ach, es ist auch etwas auseinandergenommen, ja. Jetzt zu den Waffenteilen kommt noch das. Die nehmen wir mit. Und scheiß drauf, warum die Tier. Naja. Ich schieb das einfach mal auf den Nerd. Der hat bestimmt Kacke gebaut. Ganz sicher. Ich kann das nicht gewesen sein. Das kann gar nicht sein. So, wovon haben wir jetzt ein bisschen mehr da, was wir mitnehmen können? Auf jeden Fall werden wir da hinten nachher mal Wasser holen. Wir haben von nichts irgendwie mehr da. Das ist, Katzenfutter ist jetzt nicht unbedingt das Nahrhafteste. Das ist ganz schön Mist. Dann gehen wir fix einmal noch braten. Ja, können wir natürlich noch nicht. Aber das werden wir trotzdem einmal lernen. So, dann wollen wir den Skullcrusher verbessern und dann gehen wir noch ein bisschen auf Perception mit Deadeye. Das war ganz schön Quatsch, aber gut. Lockpicking ist auch Blödsinn. The Penetrator. Armor-Piercing ist natürlich auch nett. Also ihr seht, ich mache eigentlich so einen Allround-Character. Brauche ich das Ding noch? Das kann ich eigentlich auch zerlegen, benutze ich sowieso nicht. Und da nehme ich lieber was Besseres mit. Was habe ich da bekommen? Und wäre auch fast... Ich wollte eben noch... Scheiß. Verkohltes Wildbret. Steht eigentlich irgendwo... aber mindestens so nahrhaft. Dann muss das wohl nahrhafter sein. Ja, machen wir erstmal ein paar fertig hier. Dauert ein Minütchen. Die haben wir dann auch noch Zeit. Gucken wir mal einmal, was wir noch mitnehmen. Eigentlich könnten wir da die... Papa, aber mal die Wrench hin. Und denen ist das gut. So. Das sind ja bedeutend mehr. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Ich könnte die jetzt einmal so ein bisschen wasten hier. Aber muss ja nicht sein, oder? So, mach hin hier. Die restlichen können hier wieder rein. Und was brauchen wir eigentlich noch? Für die Werkbank. Können wir die überhaupt schon bauen? Nee. Ach, fehlen nur die Rohstoffe. Ich glaube, da habe ich mittlerweile genug. Mechanical Parts, Schmiedeeisen. Schmiedeeisen haben wir genug. Electrical Parts, Mechanical Parts. Wie viel waren das? Ja, reicht noch nicht ganz. Machen wir dann einmal. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die hier überhaupt schon haben will.
So, dann geht das nochmal aus. Sehr gut. So, würde ich sagen. Kicken wir mal. Da war Ölschiefer, dann muss das da hinten gewesen sein. Das heißt, ich drehe mich aber mal 180 Grad. Und irgendwo da in der Richtung. Peilen wir einfach doch mal grob da hinten das Haus an und hoffen, dass wir da irgendwie die Hügelkette hochkommen. Und schwitzen uns derweil noch ein bisschen tot. Habe ich Wasser mit? Ja. Im Zweifelsfall kochen wir das einfach nochmal ab. Rums. Meine geliebte Feueraxt. Aloe, falls wir endlich mal das Rezept für Verbände finden. Das wäre der Obershit. Plock. So, also das Flackern stört mich da ein bisschen im Hintergrund, ne? Da müssen die Pimps nochmal ran. Die kriegst du ja einen epileptischen. Komm. Halt die Fresse, Scheißvogel, ey. Oh, die Feder nehme ich gerne. Das verrottete Fleisch kannst du behalten und die Knochen auch. So, generell ein paar mehr Federn wären cool. Dass wir zumindest ein paar Steinfalten. Was? Wo? Tja, moin Mäuschen. Jo. Alter. Was war das jetzt für eine Nummer? Ich sehe schon, ist schon wieder zu spät zum Spielen. Geht doch. Meine Güte. War da jetzt nicht so schwer. Na, dich kriege ich auch. Ich latsch gerade auf irgendeinen scheiß Kaktus und bin tot. Ich sehe das schon kommen. Oh, geil. Schön im Boden gekloppt. Zack. Weg damit. Weg damit. Und schon mal wieder ein paar Federn. Ich sag's euch immer wieder. Ich hasse die Wüste. Ich hasse die tatsächlich wie die Pest. Drecksladen. Oh. Na, das hat sich doch gelohnt. One hit und kill. Zack. Gleich wieder ein bisschen was zu futtern. Dann brauchen wir auch nicht. Und weiter geht's. Ja, den müssen wir uns jetzt nicht anlegen. Hallo! Kommt da schon wieder so ein Scheißvieh? Wo kommt der Schatten her? Da kommt der Schatten her. Rabimmel, der hat gesessen. Woo! In die fiese Fresse. Komm her, du Scheißvieh. Da ist auch Blatt noch ausgenommen. So. Weg den Scheiß. Die Steinbolzen will ich nicht. Stein, Pfeil, Bäume, Holz und kleiner Stein. Nebenbei noch ein bisschen Holz mit. Und gehen hier weiter auf Entdeckungstour. Vielleicht finden wir ja endlich mal ein paar Steine. Ölschiefer, Alter. Ich glaube, ich habe in der ganzen Alpha 17 nicht so viel Ölschiefer gesehen, wie alleine in der kurzen Runde jetzt schon. Unglaublich. Eisen. Eisen ist auch schön. Aber nicht das, was ich brauche. So, und da hinten um die Ecke will ich. Gut, schon wieder der nächste, ey. Das ist so eine Macke hier. Also allein wegen diesen Viechern hasse ich es. Verpiss dich, ey. Her damit. Du gehst mir jetzt auch nicht auf den Sack hier. So, war's das? Dann war es das jetzt. Ich bin schon
wieder halb tot, ey. Was ist denn hier los? So, gönn dir. Some painkillers. So, jetzt verabschiedet sich auch gleich. Komm her, mein Freund. So, Holz, Holz, Holz. Das wird gleich mal ein paar Bretter machen können hier. Das hab ich mir doch gedacht. Reparieren wir. Wie viele Steine haben wir da? Einen. Einen fucking Stein, ist da wohl nicht wahr. So. Haut das Vieh echt ab. Scheißding. Wo ist er? Und rennt echt noch weiter weg. Jetzt ja wohl nicht. Da! Wald! Ich habe Wald gefunden. Wo bist du? Da bist du. Ja, Zombies sind kacke. Ich gebe dir recht. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn tatsächlich nicht. Mist. So. Gebt mir Steine. Steine, Steine. Ja, ich fand die Runde von mit dem Nerd tatsächlich echt befriedigend. Hat wieder echt saumäßig Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass er noch öfter zu uns stoßen kann. Aktuell passt das arbeitstechnisch nicht ganz so gut. Aber auch das kriegen wir noch hin. Oh, welche fertig. Zack. Der war echt gut. Zack. Die Dinger haben einfach way too less Schaden. Was? Steht der aber wieder auf? Spitz ja wohl. Bleib liegen jetzt. Mann ey. So. Ruhe. Gibt's ja wohl nicht, ey. Oh, guck mal hier. Steine. Läuft. Und dann ab in den Wald, ey. Geht mir das hier alles auf den Zünder. Zack, 22 Pfeile. Ja, ich glaube mit 30 bin ich dann erstmal ganz gut bedient. Bisschen was trinken und weiter geht's. Fehlt noch Holz. Zack. Also dieses ständig außer Atem nervt. Maximal. So, hier noch mehr so eine Holzbüschel. Da. Die nehmen wir auch noch mit. Und dann sind wir im Wald. Herrlich. So. Und dann machen wir nochmal 30 Steine. Und trinken vor allem nochmal einen Schluck. Und dann will ich doch nur das Scheißrezept für die Verbände finden. Die reichen mir vollkommen. Wahrlich nicht. Zack. So. Die Frage ist, bleiben wir auf der Straße oder rennen wir querfeldein? Ich glaube, ich renne querfeldein. Einfach, weil ich das kann. Und weil ich raus will aus diesem Drecksloch. Und außerdem brauche ich endlich mal ein bisschen Wasser. Zack. Ah, besser. Schon werden die Temperaturen angenehm. Ein laues Lüftchen weht um meine Nase. Hervorragend. Spann mal auf hier. Plopp.
Na komm. Zack. Plock. Geben aber auch Gas denn, ey. Meine Güte. Hupala. Schnell einmal verbinden. Ist der angefressen? Und wackelt der rum, ey. So. Ist jetzt Ruhe. Oh, ich mache hier. Halt die Schnauze jetzt. Meine Güte. Kann ja wohl nicht angehen. Also die fressen auf Pfeile wie nichts Gutes, ey. Das ist nochmal ein Dicker. Dafür können ja eigentlich auch Richtung Händler latschen, wenn wir unterwegs sind. Bietet sich das ja geradezu an. Ah, hier gibt es wieder mal einen Tee. Den koche ich mir nachher wieder fleißig. Was haben wir denn hier gleich gefunden? Sieht nach einem Krankenhaus, Kraftwerk. Ja, könnte ein Kraftwerk sein. Auf jeden Fall gleich eine kleine, schicke Ortschaft. Das gefällt mir doch. Ist doch gleich viel idyllischer, oder was? Eine Militärbasis. Bis auf die Minen, die hier immer rumliegen, ist das doch eigentlich in der Regel ganz lohnenswert. Wollen wir mal gucken? Nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen. Das ist vielleicht kaputt. Ne, stecken da echt nur alle. Ein Scheiß. Okay, offensichtlich ist das keine. Licht brauchen wir jetzt nicht. Gucken wir doch mal. Plock. Oh je, je. Wie, hat es nicht gecheckt, wo ich bin? Doch. Zack. Da fällt er wieder. Ah, sogar Hazardous. Okay. So, dann haben wir den doch schon mal. Okay, da geht's gleich runter. Ist ja auch schön. Ich hasse Treppen. Die sind im Nahkampf echt die Pest. Okay. Bisschen was zu essen. Und einen Schluck zu trinken. Das läuft. Nehmen wir mit. Und dann können wir das eigentlich mal mit einem Lockpick hier machen. Wofür haben wir die Teile? Wie geht das jetzt? Geht das gar nicht? Das war ja mal nix. Boah, 7000, echt nicht. Bin überhaupt noch nicht fertig. Da gucke ich lieber, ob ich da irgendwie anders reinkomme. Ne, und alternativ kloppt jetzt der blöde Zombie das Ding zu Klump. Überall essen. Also, warum muss ich mir echt keine Sorgen machen? Wo kommt das her? Da. Zack, erledigt. Ich bräuchte mal ein Reparaturkit, möchte ich mal sagen. Okay, da ist so ein Military-Hansel. Zack, erledigt. Du auch gleich, komm. So. Ach ja, ich mag den Vorschlaghammer. Mumpeln. Armbrustbolzen. Ja, gut. Also der war in der A17 tatsächlich nicht wirklich gut, die Armbrust. Die ging mir voll auf den Sack. Ja. Der ist wohl seinen letzten Schritt gegangen. Der blöde Zombie. Zack. Na, Mutti? Komm her. Lass mich durch, ich bin Arzt. Hau dir auf den Arsch. Zack. Wurmkarton. Und schon sind wir wieder an Kammert, ey. Poppenpilz. Da könnte doch genau das drin sein, was wir brauchen.
das denn? Wollt ihr mich verarschen? Tierfett, eh, am Arsch. Spiritus und Goldenrod Flower. Ich krieg ne Mörse, ey. Kannst du echt behalten. So, ich brauche ein bisschen was zum Heilen gerade. Scheiß drauf, nehmen wir den nochmal. Müll. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch dahin da durch. Na komm. Den fahre ich gut. Den fahre ich richtig gut. Oh, diese Lokalisierungsscheiße, ne? Bleib liegen, Junge. Geh doch. So. Ruhe. Da sitzt noch eine. Wo kommst du denn hier? Zack. Warst du hier auf Klo oder was? Spend's ja wohl meiner. So. Der zappelt noch ein bisschen. Finde ich gut. Dann gucken wir doch mal, was die guten Hirnsoldaten hier so dabei haben. Nix, nix, nix. Was ist das? Semi-Automatic-Trigger. Okay. Nehmen wir mit. Bisschen Öl. Bisschen nix. Bisschen Kapigal. Ja, Flanellhemd. Ja, ist totaler Blödsinn. Machen wir einfach ein bisschen Stoff draus. Oh, den hingegen nehmen wir gerne. Tragen. Cowboyhut. Was habe ich da? Footballhelm. So, wenn die auseinander gut ist. Und das Ding haben wir auch noch. Cowboy Hat Mod. Okay. Okay, kann ich aus jedem Helm Cowboyhut machen. So, ich habe es ja bei Rascheln hören. Wo kommt das her? Verarschen. Wo kommt das her? Bist du das? Du machst so einen Lärm? Bist du noch so weit weg, Junge? Oh, au, 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 au. Das tat weh. Halt die Fresse. Ach ja. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich sollte doch wieder die Feuerwehr-Axt nehmen. Gefühlt ein bisschen mehr Reichweite. War ich dran, war ich dran, war ich dran. So, wo war ich denn jetzt gerade? Hier war ich gerade. Die Jagge. Kackegal, ich bevorzuge die College-Jacke. Zerlegen. Ja, da stellt sich die Frage auch nicht. Puffermantel. Was hab ich da? Achso. 25 Heat Resist. Ja, gut. Stellt sich die Frage auch nicht großartig. Kommt das. Bist du etwa aufgewacht? Jung. Schön, wie er zusammengesackt ist. Der ist tatsächlich aufgewacht. Schwert bekloppt. So, wow. Ich geh mal wieder runter. Der kommt von ganz alleine hier an. Dein Ernst? Wow. Das ging schnell. Bleib liegen. Du sollst liegen bleiben jetzt. So, jetzt fehlt mir. Ne? Was wird denn das für eine Nummer? Mal gucken, wie der Pfeil im Kopf schmeckt. Echt jetzt. Daneben gewackelt. Zack. Siehste. Kommst du von ganz alleine runter. Dass man immer hier erst nachhelfen muss, ne? Zack. So, der ist auch hin. Kommen wir danach hoch. Dem ihr hier alles kaputt gemacht habt. Drecksäcke. Dreckiger Rucksack. Mit quasi nichts drin, aber Munition. Sehr schön. Für ein bisschen größeres Kaliber. So lobe ich mir das. Zack. So. Langsam müsst ihr doch hier genug Krach gemacht haben, dass jeder wach ist, oder was? So, jetzt bliebe noch der Keller, aber ich bin echt zu lazy, um jetzt gerade den ganzen Keller dann auseinanderzunehmen.
Da habe ich mir echt keinen Bock drauf. Und ich muss mal was trinken. Scheiß Schmerztabletten. Oh, da haben wir noch einen. Alter, der ist am Anfang auch noch ungenau, ey. Da habe ich eine Menge getroffen, aber garantiert nicht sein Schädel. Den Fall wieder her, Assi. Ha, noch ein Ammo-Pal. 50 Schuss, das lobe ich mir. Das hat sich doch schon mal eher gelohnt. So. Das war's so ziemlich. Da wäre die Frage, gehen wir jetzt noch in den Keller oder nicht? Also da kloppe ich jetzt Ewigkeiten drauf rum und bis dahin ist die Folge, glaube ich, zu Ende. Guck mal, die ist schon zu Ende. Das ist ja ein Ding. Mal Eier. Okay. White Barrel. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht durchsucht. Ja, die Red Kappen, den traue ich trotzdem nicht. Kann mir einer erzählen, was er will. Ja, da haben wir doch nochmal eben das Military-Lager auseinandergenommen. Was ist das? Baumwolle. Plock. Brauchen wir aber nicht. So, ich glaube, einfach aus Prinzip. Obwohl, nee. Das sieht doch hier mit so einem schicken Helm viel besser aus. Ich habe überlegt, ob ich da einen Cowboy-Hut draus mache, aber das ist einfach Blödsinn. Ja, das waren dann die restliche Folge 7 Days to Die. Ne? Zumindest zum Teil mit dem Big Legowski. Was willst du denn? Ich bin hier am Abmoderieren. Sag mal, hast du eine Macke oder was? Bleib liegen. Ha, Dreckspack. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ne? Wird es auf jeden Fall jetzt immer sonntags geben. Habe ich ja, glaube ich, vorhin auch schon gesagt. Und ja, und ich hoffe, dass der Herr Gowski so oft wie möglich dabei ist, weil zu zweit macht es einfach mehr Spaß. Ne, man kann ein bisschen mehr rumblödeln, man kann ein bisschen mehr Scheiße labern. Und die Möglichkeiten hat man alleine einfach nicht in dem Maße. Zumindest ich nicht. Vielleicht bin ich nicht wortgewandt genug. Wer weiß. Ne? Auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer.